Heute, was geht ab, Leute? Ist der letzte Tag von Giratina. Deswegen, heute meine Ausbeute, mein Fazit. Mal schauen, wie viel ich so gefangen habe. Ich kann euch jetzt schon sagen, leider keinen guten. So, Giratina. Letzter Tag. Schauen wir mal, ob ich heute noch einen mache. Muss aber nicht unbedingt sein. Die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt bei einem der letzten Raids noch einen guten bekomme, ist so gering. Ich kann einfach warten, bis er nochmal kommt, weil einmal kommt er garantiert nochmal als Shiny wieder, wenn nicht sogar öfter. Spätestens Halloween 2019. So. Da haben wir ihn. Giratina. 52 von 54. Was nicht ganz stimmt, weil ich habe ja ein paar rüber getauscht. Zwei sind geflohen. Ganz gut die Quote. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, wie viel ich rüber getauscht habe, aber beinahe jeden Tag ein. Also schon so Minimum 20. Ungefähr 20 müssen es schon gewesen sein. So. Können hier mal rüberschauen, was mein Bestes ist. Giratina. Nicht Gigafarik. Giratina. Combat Power. 1917. Wäre ein 91er. Nicht mal 93. Das ist schon traurig. Tech 15, aber trotzdem. Werde ich auf jeden Fall nicht maxen. Wir haben relativ viele Bonbons. Aber wie gesagt, ich warte da, bis der zweite nochmal kommt. Wir wissen ja, der Lotus von Knorr, der blüht immer zweimal. Der Lotus von Knorr blüht zweimal. Die Frage ist jetzt natürlich, wer ist der nächste Raid Boss? Es gibt immer noch die Theorie, was eigentlich ziemlich gut passt. Dialga, Stahldrache. Wir haben momentan Stahl-Event mit Meltan und mit den ganzen Raids, die momentan auf Stahl-Elektro ausgerichtet sind. Auch die Meltan-Quest und so würde eigentlich ganz gut passen. Andere Theorie. Die Leute lassen nicht locker. Shiny Rayquaza und Shiny Godan, dass einer von den zwei mal wiederkommt. Aber Shiny Kyogre kam ja nur für ein Wasser-Event. Der kam ja nicht einfach so als Raid Boss, sondern als Special für das Event. Und wenn jetzt halt Shiny Rayquaza oder Shiny Godan wiederkommen müsste, dann wohl eher als Event. Boden-Event oder Drachen-Event oder Flug-Event oder sowas. Und nicht einfach so. Deswegen, die Theorie würde ich echt beiseite erstmal schieben. Und ja, meine Theorie, auf jeden Fall meine Vermutung, Dialga. Wie gesagt, ich muss mal schauen, ob ich hier heute noch einen Raid mache. Ich glaube aber nicht. Ich warte einfach, bis er nochmal kommt. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit Giratina. Habt ihr einen guten gemacht? Wie viel habt ihr gemacht? Wie ist die Quote? Ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo die Bälle mehr sind, durch beste Freunde und so, man einfach eine viel höhere Fangquote hat. Aber vielleicht liegt es auch an den Raid-Bossen, weil die letzten waren jetzt richtig leicht zu werfen. Die Regis waren super leicht. 36 von 37, okay, paar getauscht. 35 von 40, okay, bei dem war ich nicht ganz so gut. Und hier 27 von 31, also relativ gut, sag ich mal. Geht natürlich besser. Aber jetzt zum Beispiel Latias. Ja, 39 von 62. Das ist natürlich ein Unterschied. Welten. Welten liegen dazwischen. Auch Latios, Alter, 30 von 49. Okay. Einfach so 50% nicht gefangen. Oder hier Kyogre und Rodon. Wobei, ich dachte schon, bei Godan habe ich gut gefangen, also gut geworfen. Der war ja eigentlich ziemlich leicht zu werfen. Aber ich glaube, die besten Freunde, der Bälle-Bonus, der reißt das schon raus. Ich habe vergessen, wieso ich jetzt auf einmal auf dieses Thema gekommen bin. Ah ja, wegen eurer Quote. Schreibt eure Quote unten in die Kommentare. Abgesehen davon haben wir noch ein kleines anderes Thema. Das andere Thema ist das hier. Die schwarze Nachricht. Und nein, keine Angst, ich habe die nicht bekommen. Das ist nur ein Screenshot. Mir ist nichts passiert, aber viele Leute haben die bekommen. Die erste Verwarnung, das ist die erste Warnung, sie hält einen Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Auswirkungen hatte an dem einen Tag. Keine Angst, Leute, das war nur ein Fehlalarm. Niantic, zumindest einer vom Support, hat darauf reagiert und hat sich einen Account genau angeschaut von einem Kunden, der eine E-Mail an den Support geschrieben hat und geschrieben hat, hey, ich habe diese Verwarnung, aber ich habe eigentlich nichts gemacht. Und der hat sich das genau angeschaut und gesagt und bestätigt, ja stimmt, dein Account ist clean, der hat nichts gemacht und da liegt auch keine Verwarnung, kein Ban vor. Alles nur ein Fehler. Die Frage ist jetzt, weswegen ist dieser Fehler aufgetaucht? Also es gab einen Thread auf Reddit, da haben die alles gesammelt, wer alles betroffen ist. Und man konnte nicht genau feststellen, weswegen. Es gab Leute, die hatten echt gar nichts. Es gab Leute, die haben IV-Rechner benutzt. Es gab Leute, die haben sich mit dem neuen Pokéball verbunden. Manche einfach mit dem Go Plus, manche mit dem Gacha, manche mit der Apple Watch. Es gab also keinen Zusammenhang zwischen denen, es war einfach random. Möglicherweise irgendwas mit Adventure Sync, aber es ist auf jeden Fall ein Fehler von Niantic. Macht euch keine Sorgen, falls ihr die Nachricht bekommen habt. Ich
habe gar nicht von so vielen Leuten gehört, die die Nachricht bekommen haben. Also war jetzt keine Massenpanik-Hysterie oder sowas. Wobei ich eigentlich immer sage, die Nachricht kommt nicht einfach so. Man hat eigentlich immer Dreck am Stecken. Man weiß halt nur nicht für was genau. Aber anscheinend ist es doch ein Fehler gewesen. Ihr habt keinen Dreck am Stecken. Weil ich habe noch nie diese schwarze Nachricht bekommen. Und ich habe hier und da auf jeden Fall Dreck am Stecken. Wie man es nimmt. Alles subjektiv. Aber das war's von mir erstmal, Leute. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch mit Giratina lief. Und ja, ob ihr die schwarze Nachricht bekommen habt. Wenn ja, wie gesagt, keine Panik. War nur ein Fehler. Aber das war's von mir. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, Twitch. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.